Mein Name ist Werner Kuhn. Ich bin Mitglied im Europäischen Parlament, als einziger für unser Heimatland Mecklenburg-Vorpommern. Bin aktiv im Fischereiausschuss. Ganz wichtige Arbeit, denke ich mal, die wir auch brauchen. Und bin Mitglied im Verkehrsausschuss. Transeuropäische Anbindung für unsere Häfen. Ganz wichtig für wirtschaftliche Entwicklung. Wir stehen hier in Straßburg vor dem Europäischen Parlament und die Flaggen der 28 Mitgliedstaaten symbolisieren in Vielfalt geeint Europa. Wir haben jetzt in dem gemeinsamen Meeres- und Fischereifonds etliche finanzielle Möglichkeiten definiert, um gerade der kleinen und handwerklichen Fischerei unter die Arme greifen zu können. Bei der Nachfolge zum Beispiel. Ich meine, überall haben wir Probleme jetzt mit Leerstellen und dass sie vernünftig besetzt werden können. Und in der Fischerei in besonderer Weise. Und deshalb, wenn ein Nachfolger für einen Fischereibetrieb da ist, ein junger Mann oder eine junge Dame, die eine gute Ausbildung hat, als Küstenfischer oder auch als Binnenfischer, dann kann eine Förderung bis 100.000 Euro für eine Betriebsgründung oder Betriebsübernahme auch aus dem Fischereifonds aus Brüssel erfolgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Menschen, die uns besuchen und auch die eigenen, die hier im Land leben, die wollen authentische Unternehmen und nicht irgendwo einen Butterfisch aus dem Südatlantik, der da geräuchert wird, sondern sagen, hier brauchen wir Aal, Lachs und Flunder und den Dorsch und den Hering, der zu Böckling gemacht wird. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir unsere Fischereihäfen in vernünftige Form bringen. Und solche Investitionen, die getätigt werden, können aus Brüssel unterstützt werden, aus dem gemeinsamen Meeres- und Fischereifonds.